Hallo und herzlich willkommen. Heute packen wir die Upgrade 37 auf und mir ist leider der, also mir sind mehrere Fauxpas passiert. Ich habe jetzt leider die Box nicht mehr, um sie euch zu zeigen. Ich habe sie weggeworfen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was drin war, direkt nach dem Intro. So, da ist das gute Stück. Und ja, erstmal wieder aufbekommen. Das ist ja immer so die Sache, ob ich mich dabei verletze oder nicht. So, gelbes Papier strahlt uns an. Eine Bottlepost. Es ist Bristelkarton drin gewesen. Das ist mein Lieblingszeichenpapier, zumindest für Bleistift und Buntstift, weil man da mega fein drauf schattieren kann. Das hat halt keine eigene Körnung. Und mit ein bisschen Übung kriegt man da so smoothe Sachen und Farbübergänge hin. Das ist der Hammer. Von daher Papier schon mal, ja, sehr gut. Und es sind Buntstifte drin von, ist eine holländische Marke, ich kann sie nicht aussprechen. Brunse? Keine Ahnung. Le Plume, so ein Ink. Stift, da ist eine Tinte drin, die opak ist und die auch so ein bisschen Struktur bekommt. Dann ein Feinliner. Und es sind Alkoholmarker drin. Spektra AD-Marker. Die Marke kannte ich noch nicht. Ich habe im Studium mit Copics malen müssen. Copics sind ja so die Marktführer unter diesen Markern. Und ich glaube, man liebt sie oder man hasst sie. Ich weiß es nicht. Also ich bin nie warm geworden mit Markern. Habe ich, glaube ich, aber auch schon mal erwähnt, dass Marker nicht so meine Welt sind. Glaube ich auch schon bei dem Acrylmarker Box, die vor einigen Monaten mal da war. Und ja, Alkoholmarker also. Das heißt, ich muss aus meiner Komfortzone und ich muss mit etwas arbeiten, wo ich für mich eigentlich nach dem Studium beschlossen habe, das mache ich nie wieder. Ich habe meine ganzen Copics-Marker verkauft nach dem Studium. Das Schöne an diesen Copics-Markern ist, man kriegt sie halt fast für den Neupreis wieder verkauft, weil sie nachfüllbar sind. Also, Leute zahlen dir für gebrauchte Stifte ein Wahnsinnsgeld, wo ich denke so, was? Also, wenn die 20 Cent pro Stift günstiger kaufen können als im Laden, also kaufen die die trotzdem ab. Also ich habe mein ganzes, ich habe mir über die Jahre dann, über die 3 Studienjahre dann relativ viele Farben zusammengesammelt und ich bin die echt gut losgeworden. Ja, gut. Dann also Alkoholmarker. Hier gucke ich nochmal so ein bisschen durch die Bottlepost durch. Tatsächlich ist hier von Kritzelpixel, eine coole Anleitung. Ich weiß, die malt sehr gerne und sehr gut mit Alkoholmarkern. Also es sind nicht alle so Dullis wie ich auf dem Gebiet. Aber ich bin halt eher tatsächlich klassische Malerin als ja, Designerin, die mit Markern arbeitet. Aber da musste ich auch erst ein Designstudium für machen, um das zu verstehen. Das nächste Malheur, das mir passiert ist, ich habe natürlich geswatcht. Und während des Swatchens hat OBS gemeldet, dass es ein Update fahren muss und hat gestoppt und das Video dann dadurch nicht. Ich habe es weggeklickt und leider hat das Video wohl an der Stelle abgebrochen. Und eigentlich habe ich alles so eingestellt, auch extra in dem Format, dass wenn etwas unterwegs passiert, sozusagen, dass das, was bis dahin aufgenommen wurde, noch
gespeichert wird, das ist aber nicht passiert. Also das ganze Video war weg. Ich war relativ zum Ende, als es passiert ist. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ja, deswegen habe ich jetzt von diesem Swatching, wie ich das gemalt habe, leider kein Video für euch. Aber ich erkläre es euch gern einmal so, was ich gemacht habe. Also ich habe einmal wieder mit diesen Alkoholstiften hier einmal die Alkoholstifte alleine sozusagen einen Verlauf gemalt. Ihr seht, ich kriege immer hier nicht so schöne Verläufe hin. Also ich weiß, so richtige Pros, die kriegen das ohne einen Blender total toll hin. Ich nicht. Hier habe ich dann die Farben, die sozusagen ganz gut zusammenpassen, dass man sie ineinander überlaufen kann. Hier bei dem Blau ist es super geworden, hier ist es auch super geworden. Da gefällt es mir auch wieder immer noch nicht. Ich bin halt gewohnt von Aquarell diese sehr smoothen Übergänge. Die kriege ich mit ganz viel Übung bei Alkoholmarkern auch hin. Oder aber man nimmt einen Blender und ich denke mir immer so, wenn ich irgendwie ganz lange üben muss, um eine Technik nachzuahmen, die ich mit einem anderen Medium kann und sie zuverlässig kann, warum soll ich dann Alkoholmarker nehmen, die auch noch stinken? Aber also deswegen habe ich damals im Studium oder nach dem Studium gesagt, alle Alkoholmarker raus, ich male nicht mehr mit Alkoholmarkern. Ich muss aber sagen, die hier haben mir Spaß gemacht. Also ich bin gerade ein bisschen angefixt irgendwie von diesen Alkoholmarkern. Danke, Upgrade. Schon wieder noch ein Medium, was ich mir jetzt kaufen muss. Verdammt! Naja, genau. Dann habe ich hier mit dem Fineliner, den ich übrigens mega cool finde, der gefällt mir sogar ein bisschen besser als die Mignon Pigma, also diese normalen, die sonst mal drin waren. Den fand ich richtig cool. Muss ich nochmal gucken, welche mal. Also, der war richtig cool. Der zeichnet richtig schön fein und auch durchgängige Striche. Also bei den anderen habe ich manchmal, bei diesen Mignon habe ich manchmal das Problem, dass die Striche irgendwie in der Mitte mal nicht so sind oder die Tinte nicht so gleichmäßig abgegeben wird. Ich weiß nicht, ob das nur mein Problem ist oder... Ja. Dann habe ich hier diese Tinte, ja, Ink ist das, so weiße deckende Tinte gemacht. Weiße deckende Tinte drauf gemalt, um da zu testen, was man damit so machen kann. Die finde ich auch richtig cool. Hier habe ich die Buntstifte, es waren ja drei Buntstifte drin, geswatcht. Also hier Übergänge gezeichnet und irgendwie Übergänge finde ich immer schwer, wenn man sie rund zeichnen soll. Deswegen sind Farbkreise echt Hölle für mich. Genau, aber dann auch eben die Übergänge so zu treffen, dann nochmal hier mit dem Weißen drauf. Probiert. Und hier habe ich die Kombination aus den Alkoholmarkern mit den drei Buntstiften, jede Farbe mit den drei Buntstiften einmal zusammen getestet. Ja, das waren so die Anregungen, die ich auch aus der Bottlepost übernommen habe. Ich nehme mir das Swatching immer daraus. Ich habe keinen so einen eigenen Standard, mit dem ich so ein Swatching teste. Muss ich mir vielleicht mal entwickeln, damit es nicht ganz so langweilig wird, dass ich das immer nur nachmale für euch. Aber ja, das ist das Swatching. Ich wollte es euch wenigstens noch zeigen, wo das Video schon abgebrochen ist. Und jetzt gucken wir uns die Marker in Aktion an. So, das nächste, was mir passiert ist, ist leider, dass ich vergessen habe, beim Stream das Source-Plugin zu aktivieren. Ich habe ein Plugin in OBS, was mir eigentlich dabei hilft, den Stream aufzunehmen ohne mein Overlay. Ja, das heißt, ihr seht jetzt hier meine Facecam aus dem Stream und ihr seht leider das ganze Overlay mit der Schrift, die jetzt leider so schnell durchläuft, weil ich es eben zusammenschneide für dieses Video. Tut mir leid, ich habe kein anderes Material. Ich dachte, wenn ich es jetzt zoome auf das Bild nur, dann ja, fehlt ja unten was, weil die Facecam da so ein bisschen im Weg ist. Ich habe mich jetzt entschieden, das so hier reinzunehmen. Ich hoffe, das ist okay. Nächstes Mal wird es wieder besser. So, das Thema war ja Mystical Interaction, mystisches Zusammenspiel. Und ich habe mich dann entschieden, ja, so eine Art Nymphe, Muse, ja, irgendwie sowas zu malen.
Einfach weil Porträt meine Stärke ist und ich da den Abend Bock drauf hatte, um die zu testen. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich mit diesen Markern umsetzen werde, was noch ein bisschen mehr, also das wird ein Wolpertinger werden. Das werde ich vermutlich gleich im Anschluss, wenn ich dieses Video fertig geschnitten habe, im Stream machen. Aber ich wollte dieses Video jetzt schneiden und habe deswegen gesagt, okay, ich mache ein einfaches Motiv und ich fange erstmal mit einem Wohlfühlmotiv an, wenn ich schon mit einem, sage ich mal, mit Markern malen muss, mit denen ich ja nicht so gerne male, wie ich schon erwähnt habe. Und ich muss aber sagen, wie ich ja auch schon beim Swatching gesagt habe, diese Marker haben mir einfach Spaß gemacht. Vielleicht habe ich früher im Studium, ich habe mir die Marker zuerst gekauft, die meine Dozentin benutzt und der Punkt ist auch bei Aquarellfarbe, ich habe meine ganz eigene Farbpalette für Porträts. Und der nächste Künstler, der Porträts malt, malt mit völlig anderen Farben. Also ich habe keinen Standardkasten, den mir irgendwer vorschreibt, sondern ich habe eine ganz eigene Farbpalette. Und wenn man lernt, dann sind Dozenten sehr oft so, dass sie sagen, das ist meine Farbpalette, die musst du dir auch kaufen. Und das ist totaler Blödsinn. Man kann sich rantasten und man wird für sich feststellen, nee, ich komme mit einem anderen grünen Ton viel, viel besser aus, weil ich eine ganz andere Mischtechnik habe als du. Und das ist total okay. Der Hintergrund ist jetzt ein bisschen wild geworden hier bei dem Porträt. Da sieht man auch wieder noch da, wo es doppelt ist und dreifach drauf. Das ist ein bisschen schade, aber ja. Ist okay. Ja, da hatte ich irgendwie die Haare grün gemalt. Irgendwie ein bisschen verpennt habe. Die Haare habe ich jetzt mit den Buntstiften gelayert, weil natürlich die drei Farben zusammen so ein Braun geben mit einem violetten Schimmer. Das fand ich ganz nett. Ah, und die Kombination hier aus Bunt und den Markern, Buntstift und den Markern, hat mir super gut gefallen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und vor allem, da war ja ein Ocker dabei und dieses Ocker eignet sich total super. Ich habe ein bisschen geschmunzelt. Normalerweise war immer der Gag von Upgrade, dass es jedes Mal einen Bleistift gab. Dieses Mal war ja kein Bleistift dabei. Aber man kann super mit dem Ocker vorzeichnen und das ist eine Farbe, die ist gut sichtbar, aber deckt dann auch, wird abgedeckt durch diese Farben, die da drin sind. Vielleicht durch das hellste Gelb von den Markern nicht, aber ansonsten wird es ganz gut abgedeckt und dann kann man ja auch mit dem Buntstift nochmal drauf gehen und schattieren und das ist echt... Hat mir super gut gefallen, diese Box von der Zusammenstellung. Und ja, es hat mich auf jeden Fall ja sehr aus meiner Komfortzone geholt, was ja der Sinn irgendwie ist. Und ja, gleich zeige ich euch nochmal das fertige Motiv. So, das war's zur Upgrade 37. Ich bin diesmal richtig früh dran. Ich glaube, das Auspacken, Swatchen, Malen, das ist nicht mal eine Woche her. Ich glaube, der Stream war am Montag. Heute ist Sonntag. Keine ganze Woche. Und das Video ist online. Freut mich total. Ich gelobe Besserung. Ja, und das nächste Video wird dann auf jeden Fall, das ist meine Welt, dass die Serie fortgesetzt wird. Das haben sich viele von euch gewünscht. Und dann wollte ich mal was zu, ja, Farbarten machen. Also, dass ich mal Aquarell-Gouache, Acryl und Öl einmal vergleiche, die Unterschiede erkläre und vielleicht auch mal so die essentiellen Maltechniken erkläre. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Interesse dran habt. Und dann interessiert mich, malt ihr mit Alkoholmarkern? Also Copics oder eben die AD-Marker, die jetzt wir getestet haben mit der 37. Was ist eure Meinung zu Alkoholmarkern? Malt ihr gern damit? Werdet ihr damit nicht warm? Ja, interessiert mich. So, und dann habe ich einen Hinweis in eigener Sache. Also neben, lasst dem Video hier einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein Video von mir kommt, weil ganz regelmäßig bin ich nicht am Start, das merkt ihr ja schon. Das liegt aber daran, dass ja, das Leben momentan relativ viel parallel bereithält für mich. Ja, und ich bemühe mich aber. Genau, dann habe ich aber einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar habe ich auf Instagram ein Giveaway laufen.
Und zwar gibt es... Ich muss ihn auspacken. Ich muss ihn einmal auspacken. Ich habe ihn noch nicht so viel rausgeholt. Ich will den auch nicht so viel angrabbeln. Zu gewinnen. Einen Kunstdruck von einem Werk von mir. Das ist meine Hohepriesterin. Ich entwerfe gerade ein Tarot-Deck. So, hier ist das Mikro, so muss ich es machen. Das ist der Probedruck. Ja, ich biete das Ganze als limitierten Kunstdruck in meinem Shop an. Und das ist der Probedruck, den ich signiert habe. Und den könnt ihr gewinnen. Ich verlinke euch meinen Insta-Post mit den Anleitungen hier unten. Aber alle, die meinen Newsletter abonnieren, kriegen auch ein Ticket, beziehungsweise ein zusätzliches Ticket für den Gewinn. Ja, ich spam da auch nicht so oft rum, aber ich informiere da eben über Neuigkeiten und ich überlege auch gerade jetzt Kunstkurse anzubieten und wer da interessiert ist, wann das losgeht und wie das losgeht, der sollte mein Newsletter sowieso abonnieren. Aber wie gesagt, ihr kriegt auch noch ein Ticket für dieses Giveaway. Und es gibt auch einen zweiten Preis. Das Ganze biete ich nämlich noch als limitierte Postkarte an. Die kommt mit so einem Umschlag. Das ist eine... Ich packe die auch mal aus. Das ist eine... auch ein Feinart-Print, also sehr hohe Qualität von dieser Postkarte. Und gucken, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, es ist jetzt, ich weiß gar nicht, es ist spiegelverkehrt wahrscheinlich. Aber die ist hier nummeriert. Das heißt, die sind limitiert auch. Da wird es nur 250 Stück von geben. Ja. Das ist der zweite Preis sozusagen. Ja. Deswegen, wer Bock hat, gerne dran teilnehmen. Ich freue mich über ganz viele Teilnehmer und ich werde sowas in Zukunft bestimmt häufiger machen. Ja, dann bleibt mir nur noch euch Tschüss zu sagen, bis zum nächsten Video. Genau. Und habt eine schöne Zeit, bleibt kreativ. Bis dann. Ciao.